Auf geht's zu Wiesn! Oh, Zapfdüß! Servus miteinander, mitten auf dem Oktoberfest haben wir Driftmann. Ja, wie auch schon im letzten Jahr. Georgina, servus! Ja, hallo, freut mich! Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Du, ich freue mich gerade total auf den Wiesn zu sein. Das ist für mich heute ist der letzte Abend von den Wiesn. Das ist aber mein erster Tag auf den Wiesn. Überall gibt es ja Oktoberfest, aber München ist ja das Original. Und ich freue mich total, hier zu sein. Weil es ist natürlich München, das ist nochmal München, ne? Sag mir, was gefällt dir denn hier am allerbesten? Am allerbesten gefällt mir das Oktoberfest. Nee, ich finde es total geil. Ich mag das Essen. Zum Beispiel das Essen finde ich hier am besten. Das qualitativ total lecker. Ich mag auch das Hähnchen, eigentlich alles. Ich mag so deftige deutsche Küche. Finde ich total lecker und esse das total gerne. Mhm. Und ja, also ich liebe Oktoberfest einfach. Sag mal, wenn du zu viel unterwegs warst. Das Bier finde ich aber auch lecker. Welches Bier trinkst du am liebsten? Ich Radler, ehrlich gesagt. Echt? Ich auch. Hat jetzt doch fast keiner zu. Ich bin so ein Mädchen, ja, weil ehrlich gesagt, ich kann so pures Bier. Ich nehme mal ein bisschen stärker, aber im Radler, wenn es mit Sprudel gemischt ist, finde ich es leckerer. Wie viel verträgst du davon? Wie viel Maß? Also ich vertrage ein Maß, das war's. Also mehr vertrage ich nicht, weil ich habe ja nicht so, und ich bin ja auch nicht, habe ja auch nicht so viel, wo ich das abbauen kann. Das heißt, nach einem Maß ist bei mir Feierabend. Das halten wir fest. Georgina verträgt eine Maß für den ganzen Wiesenabend und teilt sich das auf. Sag mal, jetzt hast du dieses Jahr gar keine Zeit gehabt, Promi Big Brother zu verfolgen, oder? Wenn du so viel unterwegs warst. Nee, also Promi Big Brother habe ich gar nicht gesehen, weil ich da zu der Zeit, dass ich mir gerade Urlaub genommen war, in der Türkei im Urlaub. Deswegen kann ich euch auch gar nichts dazu sagen, ehrlich gesagt. Ach, das ist ja schade, Georgina. Ja. Würdest du denn mal reingehen in den Container? Ja, ich war schon mal im Container drin. Ja, ja, das wissen wir so, ja. Okay. Aber würdest du nochmal reingehen, ein zweites Mal? Ja, ich würde das schon nochmal. Nee, ich glaube, ich war schon drin. Ich glaube, ich würde mich eh nicht nochmal nehmen. Und es war schon sehr anstrengend. Also ich meine, ich glaube, alles kann man mal machen und hat man die Erfahrung gemacht. Das reicht dann auch. Sag mal, Georgina, für alle Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauerinnen, du hast ja heute ein sehr schönes Dirndl an. Das ist ein bisschen dezenter als letztes Jahr. Mhm. Warum jetzt ein bisschen dezenter? Was ist los? Du, ich habe das gesehen. Mein Dirndl ist von Angermeier. Ich drehe mich mal um. Aber genau, dreh dich mal um. Ich finde, von hinten kommt es noch ein bisschen besser rüber. Und das ist total süß, weil ich habe hier unten auch noch so Spitze und Rüschen und so. Und ich habe das gesehen und habe mich verliebt in dieses Dirndl. Ich fand das so schön. Es ist halt klassischer, ein bisschen länger. Also letztes Jahr war meins auch sehr lang. Und ich finde das irgendwie schön, wenn die so lang sind und klassisch. Und gerade mit dem Schwarz kann man, ich könnte mir das auch vorstellen, an Weihnachten zu tragen. Ich finde es total toll. An Weihnachten Dirndl? Ja, oder? Und am Tannenbaum. Halleluja. Ja, es sieht doch aus, als würde es zum Tannenbaum passen, oder? So, dann wünschen wir noch ganz viel Spaß heute hier. Feier noch schön und wir sagen Danke. Tschüss, viel Spaß, schönen Abend.